Platte. Renate? Halt! Stellen Sie das wieder dahin. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Haustür. Wie ist Ihr Name? Kleinert. Ich mache hier sauber. Na, sehen Sie mal an. Mein Name ist Lose. Wir werden in Zukunft gemeinsam... Streichen Sie das. Hausarbeit verlangt eine straffe Organisation, wenn sie effektiv sein soll. Haben Sie das? Jawohl, Herr Lose. Oberster Grundsatz heißt hierbei, erst denken, dann handeln. Das ist Frau Kleinert, unsere Putzhilfe, meine Frau. Frau Kleinert, wir können dann mal an die Gardinen gehen. Es wäre mir lieb, wenn ich jetzt nicht unterbrochen würde. Ich bin mit Frau Kleinert gerade in einer Besprechung. Es wäre sehr freundlich, wenn sich im Anschluss daran auch noch ein Besprechungstermin für mich anschieben ließe. Was war das Letzte? Was? Was ich zuletzt gesagt habe. Handeln, dein Handeln. Ja. Übrigens, Frau... Kleinert. Ich werde selbst mit Hand anlegen, bis Sie eingearbeitet sind. Ich möchte da mit gutem Beispiel vorangehen. Welches Prinzip lag Ihrer Tätigkeit bisher zugrunde? Ja, ich hätte dann jetzt die Betten gemacht. Falsch, Frau Kleinert, ganz falsch. Sie beenden Ihre Aufgaben im Treppenhaus, ich mache die Betten und Sie stoßen später dazu. Also dann. Jawohl.